Wieso müssen denn die mich immer so voll labern? Wie dem auch sei, mein Getränk bitte. Ist doch schon fertig! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Closing Shift. Ein Chiller Art Game. Es tut mir leid, dass ich es auf 3 Folgen aufteilen muss, so by the way. Aber es geht leider nicht anders und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange und gehen gleich rein. Wir müssen jetzt, glaube ich, wieder zur Arbeit. Die letzte Folge, die hatte schon etwas Gruseliges an sich. Ich hoffe, es wird diesmal etwas besser. Hier liegt noch Schnee. Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Das würde mich jetzt mal so nerven, hier runtergehen. So. Ich hoffe, unser Auto geht heute wieder. Das letzte Mal sind wir mit einem Bus gefahren, hat uns irgendein creepy Typ angeguckt. Aber ja. Wir hoffen das Beste. Ja, hat funktioniert. Denke ich zumindest, weil unser Auto steht diesmal nicht da. Aber es könnte auch ein Bug sein, weil das Spiel hat so seine Probleme. Ich musste das letzte Mal schon an. Wo ist mein Senpai? Mein Zeug ist auch da drin. Meine Vermutungen haben also gestimmt. Ich bin froh, dass sie mich kontaktiert haben. Es wird nichts bringen, die Polizei rufen. Sie kümmern sich um nichts, um sich Arbeit zu sparen. Darum gibt es Leute wie mich. Ich werde mich mal umsehen, ob was finden kann. Das ist der Privatdetektiv, der kümmert sich etwas um unser Wohlbefinden. Oh, jetzt steht mein Auto da. Den finde ich eigentlich ganz sympathisch, weil er kümmert sich etwas um uns, nicht so wie unser Senpai, der uns jedes Mal anmotzt, wenn wir zu spät zur Arbeit gekommen sind. Aber gut. Guten Tag. Salt Caramel Mochi ist hier einfach köstlich. Du wirst ihn lieben, Senpai. Oh, dann probiere ich es. Ein Salt Caramel Mochi. Ich nehme einen den dunklen Mocha-Chip Chilapcino. Sumsi, du möchtest keinen solchen Karamell-Mocha? Ja, heute möchte ich mal was anderes probieren. Ich hatte heute schon einen. So ist es also. Aber ein Chilapcino an einem Tag wie diesen. Du bist noch so jung, weil es so lecker ist. Wie möchten Sie die Rechnung bezahlen? Oh, gibt es hier heute ein Fotoshooting oder sowas? Schreibt eine Zeitung über das Café? Nein, ich glaube nicht. Warum? Mein Siri ist einfach gerade angegangen. Was? Aber ich habe draußen jemanden gesehen, der Fotos macht. Oh, hat er Fotos vom Café gemacht? Ja, vom Café und von Ihnen. Mist, hätte meine Make-ups machen sollen. Wow, wovon redest du? Entschuldigen wir, Siri, wir bezahlen zusammen. Getränke gehen auf mich. Was, bist du dir sicher? Vielen Dank, Senpai. Ich bin in letzter Zeit gut drauf. Mein Sohn war früher ein verschlossener Mensch, jetzt wo er zur Schule geht, hat sich seine Laune verbessert. Dein Sohn geht in die Mittelschule, oder? Ja, ich hoffe nur, dass er nicht schikaniert wird. Ich habe keine guten Erinnerungen an die Zeit, als ich in seinem Alter war. Wieso müssen denn die mich immer so voll labern? Oh, ich hasse es. Geh mal davon aus, dass sie einen Kaffee wollen. Salt Caramel. Caramel, Haselnuss und Schokolade. Den haben wir auch schon 100 Mal gemacht, mindestens. Ich weiß immer noch nicht auswendig. Caramel, Haselnuss und Schokolade. So, Obstdeckel. Und Chocolate Chip Chilapcino. Das ist doch ein Zungenbrecher. Chocolate Chip Chilapcino. Zerkleinert Eis, Kaffee, Mehl, Schoko und Kakaopulver. Okay, zerkleinertes Eis. Kaffee. Man muss hier ja alles exakt nach der Reihe machen. Also sehr exakt nach der Reihe.
Sonst geht das nämlich nicht. Fragt mich bitte nicht, wieso es dann nicht geht, aber es geht halt dann einfach nicht. Ich finde es auch etwas merkwürdig, aber ich habe die Rezepte nicht gemacht. So, jetzt habe ich es vergessen. Mehl, Schokoladensauce und Kakaopulver. Schokoladensauce und Kakaopulver. Ich hätte auch... Ach verdammt, jetzt habe ich den falschen Deckel genommen. Ich hätte auch ganz sowas mal. Jetzt nehme ich schon wieder eine Palatendecke. Ich wäre schon 100 Mal gekündigt worden. Und tschüss. Ciao, ciao. Aber warum macht der Fotos da oben? Ich will jetzt eigentlich mal nachgucken. Oh, hier ist eine Leiter. Kann ich da hoch? Oh nein. Aber die Leiter, die braucht bestimmt noch sowas. Ich kann ja nicht raus. Da ist niemand. Oh, hier ist eine Kundin. Und durch das Glas durch. Guten Tag, die Herrschaften. Oh, ist es nicht die, die ihr erschreckt habt? Du hast dein Kind verloren. Salted Caramel Matcha. Ich weiß immer noch nicht. Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamell, Haselnuss und Schokolade. Kaffee. Aufgeschäumte Milch. Karamell, Haselnuss und Schokolade. Das Geschniefe im Hintergrund macht mir etwas Angst. Und tschüss. Und tschüss. Wo ist eigentlich der Detektiv? Wieso komme ich eigentlich da nicht rein? Ich würde so gern hier rein. Aber es geht nicht. Ah, da kommt noch einer. Sie kommen jetzt in einer deutlich weniger großen Frequenz. Kommt mir vor, aber kann mich ja auch täuschen. So, Madame. Hm, das ist seltsam, Madame. Oh, entschuldigen Sie. Ich nehme das Übliche. Was ist das Übliche? Oh, haben wir schon wieder den Salted Caramel Matcha. Jetzt kann ich ihn wirklich schon auswendig. Dass der so gehypt wird, verstehe ich nicht. I'm sorry, aber... Aber gut, man muss ja nicht alles verstehen. So, dann machen wir das da. Haselnuss. Nein, Karamell, Haselnuss, Schokolade. Da und das und das und das. Und Karamell Macchiato. Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamell, Sirup und Soße. Kaffee. Ich würde das alles doch gleich vorbereiten, dass es doch alles gleich fertig ist. Das Sirup, dann Soße. Aber ich arbeite ja eigentlich nicht hier. Hey! Reparieren Sie momentan die Antenne des Ladens? Antenne? Nein, Ma'am. Warum? Da war jemand auf dem Dach. Was? Es sollte sich niemand auf dem Dach befinden. Das könnte der Detektiv sein. Vielleicht sollte ich das mal ansehen. War vielleicht nur eine Anbildung. Wie dem auch sei. Mein Getränk bitte. Ist doch schon fertig! Kann ich jetzt da raus? Wieso komme ich denn da nicht rein? Ich brauche so einen dummen Schlüssel, den ich aber nicht habe. Jetzt die Leiter, um den Laden zu überprüfen. Ich will da rein. Wo überprüfe ich den Laden? Ah, das Dach. Hier.
Hochklettern? Ja. Okay. Ich sehe hier nichts. Mann, wie will ich hier auch was sehen? Nein. Hier ist doch nichts. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Der hat unsere Milch gestohlen. Dramatik. Ich muss das Café schließen. Schnell. Sind das Fotos von mir? Moment, wie komme ich denn jetzt? Moment, ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Da komme ich raus. Barcode-Scanner. Oh, okay. Muss das Geld sehen oder was? Wieso muss ich das jetzt so abrupt schließen? Nur weil ich das gesehen habe, dass der da ist. Muss ich das alles wegwerfen? Wieso so viel? Okay. Da würde ich aber auch einfach abhauen. Ich würde das doch nicht mehr zählen. Du siehst ja dann eh, wie viel drinnen ist. Und I'm sorry, wir haben zu. Hilfe? Wie komme ich da hoch? Wo kann ich die Leiter hinstellen? Muss ich nach draußen? Oh mein Gott! Ah! Und wo muss ich die Leiter dann hinstellen? Oh mein Gott, Moment, ich will mir jetzt kurz. Die stellen das immer um. Ich will das nicht so hoch haben. Wo muss ich die Leiter denn dann hinstellen? Oh, sie stehen ja schon da. Okay. Ah nein, nicht raus. Hör zu. Besser nicht raus. Ja, geh weg. Komm, lauf. Lauf, 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 Girl. Lauf, Girl. Mach auf. Schnell. Oh. Ich sehe hier aber auch nichts. Ah, hier komme ich hoch. Detektiv. Ist das legal, was ich hier mache? Und der ist aber safe tot. Wenn ich so einen Ziegelstein von so einem hohen Mann runterschmeiße, der bricht sich doch safe das Genick, oder nicht? Ich habe einen Mann getötet. Als ich den Ziegelstein aufnahm, sah der Mann mich direkt an. Ich dachte, er würde irgendwann irgendwie reinkommen und mich töten, wenn ich den Ziegelstein nicht fallen lasse. Er sah furchterregend aus. Ich kannte ihn nicht einmal. Warum hatte... Ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn nicht töten. Ich hatte Angst. Bin zur Polizei gerannt. Ich habe der Polizei alles erzählt, was ich wusste. Dann haben sie mich dahin mitgenommen, wo es geschehen ist, und der Mann war verschwunden. Es war niemand mehr da.
Die Polizei begleitete mich nach Hause und sagte mir, ich solle den Rest ihnen überlassen. Danach sind sie den Taler unter Untersuchung gegangen. Es ist vorbei. Nachdem, was alles passiert ist, bin ich erschöpft. Jetzt will ich mich in Ruhe zu Hause erholen. Und jetzt steht er safe zu Hause. Aber der muss doch tot sein. Mein Empfang geht nicht. Mit dem Kabel stimmt wieder was nicht. Ich sollte den Besitzer anrufen. Ja, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Oh nein, das ist sicher. Leute, das draußen? Bitte bring mich nicht um draußen. Wieso liegt das draußen? Ups. Moment. Handy? Nein, hier ist weiter weg. Warum liegt das hier? Mein Auto ist auch weg. Ja, steht es noch bei meiner Arbeit. Das könnte eventuell sein. So, dann gehen wir doch wieder nach oben. Ich bin jetzt bis jetzt immer nur nach unten gegangen. Aber mir das auch irgendwie lieber war. Muss ich noch eins hoch? Ich glaube schon. Ich wohne, glaube ich, ganz oben. Und natürlich auch ganz hinten. So, wen rufe ich jetzt an? Den Besitzer? Oh, nein. Der Kasten, der Schrank. Geht's dir gut? Und weiß ich jetzt, ob es dem Girl gut geht oder nicht? Aber das ist schon erschreckend. Noch dazu ist es, das Thema ist doch gar nicht so weit hergegriffen. Oh, ich bekomme Gänsehaut. Nein, es ist halt wirklich nicht weit hergeholt, das Thema, weil man hört doch oft auf TikTok oder generell auf den Social Media Kanälen so viel, dass sie belästigt wurden, angesprochen wurden nachts und gesagt, obwohl sie gesagt haben, nein, ich will nicht. Und dass die Leute nachgelaufen sind und belästigt haben. Ich meine, mir ist Gott sei Dank noch nie passiert und ich kenne auch keinen. Ich glaube, das ist auch auf dem Land nicht so üblich wie in den Städten. Aber ich bin jedes Mal, wenn ich auf Urlaub bin in Wien oder in Deutschland unterwegs bin, ich habe jedes Mal so Angst, wenn ich alleine da durch die Stadt laufe. Ich vermeide es ja auch sogar schon, im Dunkeln rauszugehen. Aber es ist echt schlimm, dieses Thema. Aber ja, das war's mit dem Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es tut mir leid, dass ich auf drei Parts aufteilen muss. Es geht leider nicht anders, es ist echt lang. Ich bedanke mich fürs Zusehen, über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mir auch sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, tschüss!